In einem anderen Tutorial stellte ich euch die Filmic Pro App für das iPhone vor und nun wurde ich gefragt, wie bringe ich dann die aufgenommenen Videoclips nachher vom iPhone auf meinem Mac? Das möchte ich euch hier kurz demonstrieren und zwar bin ich jetzt in der Filmic Pro App im Aufnahmemodus. Jetzt habe ich hier unten dieses Zeichen mit diesem Film. Wenn ich hier drauf drücke, komme ich in meine Videoclips. Jetzt die Frage war, kann ich es über iPhoto hineinnehmen? Das kann ich. Das Problem ist, Filmic Pro legt alle Videodateien zuerst mal in der App ab und nicht auf unser Fotoalbum, auf unser Camera Roll. Ich könnte nun aber jeden einzelnen Clip anwählen, hier dann auf das Exportzeichen gehen, einmal drücken und dann Camera Punkt 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 wählen und dann hier nach Copy to Camera Roll. Das Mühsame ist, ich muss so jeden einzelnen Clip bearbeiten und auf Camera Roll kopieren. Das Schnellste ist also, wenn ich mein iPhone am iTunes anschließe und so über das iTunes meine Filmclips auf den Mac kopiere. Und wie das geht, zeige ich euch nun. Ich kann hier also wieder schließen. Ich brauche die Filmic Pro App nicht mehr. Ich muss also mein iTunes öffnen, gehe hier auf Judiths iPhone und wähle dann die Apps. Jetzt findet man hier oben alle meine Apps und hier unten seht ihr, steht Dateifreigabe. Hier zeigt es mir alle Apps an, die wir einen Anhang in der App haben können. Und hier findet man die Filmic Pro App. Wenn ich diese nun anwähle, zeigt es mir alle meine Videoclips, die ich mit dieser App aufgenommen habe. Und nun kann ich diese anwählen. Hier zum Beispiel den obersten. Wenn ich alle auf meinem Mac importieren möchte, wähle ich hier den obersten und den untersten mit Shift und kann nun sichern unter. Und dann wähle ich hier einen Ordner, zum Beispiel Filme neue Ordner anlegen, für Filmic Pro Videos sichern unter und dann legt es mir diese Videoclips dort ab. So ist der einfachste und schnellste Weg, wie ich meine Videoclips von meinem iPhone aus der Filmic Pro App auf meinen Mac bringe und dann kann ich sie von hier in mein Schnittprogramm nehmen.